Wir sind heute hier in der ersten Themenwerkstatt, wo wir tatsächlich unsere Planung, also wie gestalte ich eine Autobahn, wo ist Denkmalschutz, wo ist Umweltschutz, wie sieht es mit dem Lärmschutz aus, wie sieht es mit der Verkehrssicherheit aus, wo wir diese verschiedenen Aspekte mit den betroffenen Bürgern, mit den Nutzern der Autobahn diskutieren wollen. Einmal, um Verständnis für unsere Planung zu erzeugen, aber natürlich auch, um neue Ideen, neue Inputs, neue Fragestellungen in den weiteren Planungsprozess mit einzubeziehen. Mein Name ist René Zimmer. Ich habe das Vergnügen, als Moderator heute mit Ihnen diesen Abend zu gestalten. Und die wichtigste Regel ist, dass Ihre Fragen, Ihre Hinweise heute im Mittelpunkt stehen. Als Anwohner, ich wohne an der Dermutstraße, die Betroffenheit der Kleingärten, da war ich auch rein, und die Lärmsachen. Ich glaube, dass die verkehrstechnischen Belange im Umfeld nicht gut berücksichtigt sind. Ich glaube, dass der Verkehrsfluss und das Verkehrsaufkommen in den etwas entfernteren Gebieten nicht wirklich berücksichtigt wurde. Die Richtlinien sind kein Gesetz und da sollte man schon mal gucken, dass man eine stadtverträgliche Lösung auch hinbekommt. Hier im Autobahndreieck haben wir schon besondere Randbedingungen, die sich durch das städtische Umfeld ergeben, durch die Bahnanlagen, durch die denkmalgeschützten Gebäude, durch die Anwohner, durch die Wohnbebauung, die sich in der Nähe befindet. All das müssen wir beachten. Und eine Sache, die wir auch, oder die gerne verschwiegen wird, durch diese Lösung wird zum Beispiel der Verkehr in der Reichsstraße, die ja von dieser Beziehung betroffen ist, erheblich reduziert. 30% weniger LKW auf der Reichsstraße. Das ist schön. So, jetzt ja, ist mehr auch. Jetzt können wir abwägen, was, ja. Ist, was, ja? Was, ist, da, wo Schule ist. Was ist schlimmer, was ist, Schule, ist besser. Altersheim, Kindergarten. Man sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass da kein Laster fahren. Denn erfahrungsgemäß, ohne Ausfall fahren Laster. Kommt da aber gar nicht hin, weil die kommt ja nicht durch den Auerbach. Okay. Der ist weniger als 4 Meter hoch, da fährt auch kein Müllfahrzeug. Kenn ich. Ja. Das Einfachste wäre, hier zuzumachen. Nur für Pkw, bis so und so viel Tonnen. Das ist schwierig, könnte man mit den Kurvenradien ein bisschen arbeiten, das so zu bauen, dass man den Lkw nicht durch kann. Wie gesagt, die Höhe ist ohnehin beschränkt. Ja, ja. Und das dadurch zu unterbinden. Nach der jetzigen Planung ist es so, dass die Abus-Tribüne komplett erhalten bleibt. Ich komme von der Abus und will zum Kurfürstendamm. Hier haben wir dann den Lärmschutz quasi, aber hier alles nicht mehr. Hier werden Lärmschutzwände angeordnet, hier werden sie auch erhöht, sodass hier in der Siedlung nachweislich eine Lärmminderung erreicht wird. Es waren heute sehr viele Eindrücke, sehr positives Feedback haben wir bekommen, auch negatives Feedback, was wir verarbeiten müssen und auch wollen. Aber ich denke, dass wir auf diese Weise zu Lösungen kommen, die auch konsensfähig für alle sind. Sie haben heute viel Input gegeben, das soll nicht zu Ende sein. Sie können uns E-Mails schreiben, Sie können unser Bürgertelefon ansprechen. Sie bekommen eine Antwort. Ganz herzlichen Dank nochmal. Sehr wichtige und sehr gute Veranstaltung, weil man ausreichend Zeit hat, sich die einzelnen Themen genau angucken kann und auch sich einbringen kann. Aber zumindest habe ich den Eindruck, dass doch heute nochmal neue Aspekte aufgenommen wurden. Ich bin gespannt, ob die dann beim nächsten Mal beantwortet werden. Und meine Kritik bleibt bestehen. Ich halte die Lösung für problematisch, sagen wir mal so. Mir fällt aber auch nichts Besseres ein. Heute war es tatsächlich eine sehr, sehr sachlich, total tolle Diskussion zwischen Menschen. Da war diese Distanz zwischen wir planen eine Autobahn und die anderen müssen das akzeptieren, die war überhaupt nicht zu spüren. Insoweit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die hier waren. Uns hat das Spaß gemacht. Das war sehr anstrengend, aber das war eine tolle Diskussion. Vielen Dank dafür.